For the bad weather, get it whenever. You know I write the lyric quick and I flip it to cheddar. I look around and I just thinking, where's the time gone? Shout to my one, really soon that I got. You can tell me I ain't feeling at the. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Heute übertragen wir für Sie eine Division Rivals Partie. Real gegen die Groundhogs. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Immobile. Schöne Aktion. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Jetzt die Ecke. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Gute Aktion. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Lorenzo Insigne ist ein Spieler, der schon unheimlich viel erreicht hat. Seine Stärken hat er natürlich im Abschluss. Vor dem Tor ist er eiskalt, da nutzt er nahezu jede Chance. Schöner Einsatz, Ball nicht im Aus, es könnte gefährlich werden. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Bruno Fernandes. Ballverlust. Die Groundhogs mit einem Angriff. Martial. Können Sie jetzt klären? Jetzt Ekwall. Jetzt kommt die Ecke. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Vielleicht die Chance auf den Treffer. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Gut und fair das Tackling. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Karim Benzema, voller Einsatz, Schuss geblockt. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Ah, da müssen Sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Da hat nicht viel gefehlt. Er vertändelt den Ball, aber dann verhindert er doch noch den Gegentreffer. Ja, da kann er jetzt aber erstmal kräftig durchatmen. Vorne der Ballgewinn. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Kein Team hat bisher entscheidend die